Hallo DWZ-Fans, ich bin heute. Hallo, ja, genau, bitte auch mal unsere Leser begrüßen. Ja, hallo, freut mich, dass die Leser das hier sehen. Das ist verrückt, oder? Ich bin irritiert, ja, aber so ist das 21. Jahrhundert. Zumindest bei der DWZ. Und Moritz Nedenjakob ist da, hallo. Heute bei der Preisverleihung für ja, den Herrn Herbst. So ist es. Oder wie nennen Sie ihn? Ich nenne ihn Christoph, aber die meisten kennen ihn ja als Herr Herbst. Und auch als Stromberg irgendwie. Das auch, ja. Wie ist er denn so privat? So wie der Stromberg ja sicherlich nicht. Ich würde sagen, er ist das Gegenteil von Stromberg. Ja. Mehr Privates möchte ich jetzt nicht verraten. Fragen wir ihn später selber noch. Genau. Sie haben heute aber auch eine Funktion, eine wichtige. Wie bereitet man sich auf so eine Laudatio vor? Ja, ich bin ja Autor, dann setzt man sich an den Computer und guckt, was einem assoziativ zu der Person einfällt. Und bei Christoph ist mir eine ganze Menge eingefallen. Tatsächlich. Also ich musste mich doch sehr zusammenhalten, damit ich nicht 2 Stunden da am Ende stehe. Es wird kein Kabarettauftritt von Ihnen heute? Nein, es wird kein Kabarettauftritt. Ich beziehe mich thematisch tatsächlich auf den Preisträger, wie das ja sein soll. Was vielleicht ja auch ein bisschen ins Kabarett abdriften könnte, weiß man nicht. Rein theoretisch wäre es möglich, dass ich den einen oder anderen Gag in der Laudatio versteckt habe. Wir werden es später sehen und auch hören und Sie werden dann merken, ob der Gag zündet oder die Gags. Genau, also es hängt ja auch immer ein bisschen vom Alkoholpegel im Saal ab. Meine Gags funktionieren so ungefähr bis 1,2 Promille, aber... Was passiert danach dann? Hä? Ja, okay. Wie schätzen Sie das, das Publikum heute hier in Bodenwerder ein? Sind die so 1,2 Promille? Ich kenne sie noch nicht, bin aber sehr gespannt darauf, sie kennenzulernen. Dann wollen wir mal schauen, wie der Abend verläuft. Vielen Dank. Gerne. Ja, liebe DWZ-Fans, hier ist er, Christoph Maria Herbst. Hallo und herzlich willkommen hier in Bodenwerder. Guten Tag. Hallo, Tag. Ich bin Jan Philipp. Können wir uns duzen vielleicht? Das können wir. Okay. Ich bin Christoph. Ich bin Jan Philipp. Und die DWZ-Fans, die haben ja sich jetzt schon die letzten Tage und Wochen über verschiedene Artikel auf diesen Preis gefreut. Wie ist es bei Ihnen? Ob ich mich auch in diversen Artikeln schon auf diesen Preis gefreut habe? Vielleicht haben Sie ja auch mal einen DWZ-Artikel gelesen. Ja, wer weiß. Ehrlicherweise nicht. Was ist genau DWZ? Deister und Weser Zeitung heißt es ganz genau. Und die sitzt in Hameln? Das ist die größte Zeitung in Hameln, aber auch die einzige. Na gut, das wusste ich natürlich. Und um deine Frage zurückzukommen, ich freue mich jetzt schon seit Wochen, nein, ich lüge, seit Monaten auf diesen Abend, weil so lange weiß ich ja schon, dass ich der diesjährige Münchhausen-Preisträger bin und es bringt jetzt überhaupt nichts zu lügen. Ich wäre gestern überrascht worden, irgendwo auf irgendeiner Insel sitzend und mein Handy wäre auf einmal angegangen. Christoph, du glaubst nicht, was los ist. Nein, das weiß ich jetzt schon länger. Und heute Abend bricht so eine Art Staudamm. Und darauf, ihr könnt euch warm anziehen, darauf freue ich mich. Ich war letztens unterwegs und hat mich im Geschäft eine Verkäuferin darauf angesprungen auf diesen Abend und hat gesagt, ich frage mich ja, wie sich der Christoph Maria Herbst auf den Abend so vorbereitet und wie er sich dann geben wird. Stellt sich dir die Frage auch, wie du dich geben wirst heute? Nee, ich glaube, da kann man, also mir geht es zumindest so, du nimmst dir da nichts vor an so einem Abend und wie in den Wald hineingerufen wird, so schallt es zurück. Und so wie die Bodenwerderanerinnen und Raner jetzt quasi in mich hineinrufen, so werde ich zurückschallen. Okay. Der Laudator Moritz hat gerade im Interview vorweg gesagt, bei 1,2 Promille fühlt er sich am wohlsten. Ist dann heute Abend vielleicht auch bei Ihnen denn 1,2 Promille zurückschallen in den Wald? Die ich selbst habe, die 1,2 Promille, dann, schon. Dann fühle ich mich am wohlsten. Ist das die These? Ich denke. Oder wenn um mich herum alle 1,2 Promille haben? Das gilt es noch zu verifizieren. Ich bin gespannt. Der Abend hat ja noch gar nicht richtig begonnen. Und da haben wir, glaube ich, aber ihr werdet das natürlich alles mit Kamera und Mikrofon begleiten. Alles nicht, dürfen wir nicht. Okay. Hast du doch verboten, oder? Ist richtig, ja. Ist vielleicht auch besser so. War eine blöde Frage. jetzt gibt es noch, eine Sache ist die Bühne, die andere ist natürlich das Schauspiel, aber es gibt ja auch noch den Hörbuchbereich. Was ist am coolsten? Alles zu seiner Zeit. Also, wenn ich von Preisverleihungen leben könnte, hätte ich ab jetzt am liebsten nur noch Preisverleihungen. Klar, natürlich. Warum? Wer nicht? Warum? Ja, da muss man nicht viel machen, kriegt viel Geld und am Ende hat man so ein Porzellan auf der Toilette stehen oder auch wo auch immer. Wirklich unverschämt, wie du das zusammenfasst. Also, aber ich habe gehört, das machen Prominente so. Ja, aber ich habe doch viel salbungsvollere Worte jetzt schon dafür gefunden. Man tut nichts und kriegt einen Preis und geht dann nach Hause und macht auf einen dicken Maxe. Das ist, aber stimmt, du hast eigentlich vollkommen recht. Nichts anderes wollte ich auch damit sagen, dass ich am liebsten so Preisverleihung hätte, wenn man davon leben könnte. Dem ist aber nicht so. Insofern sind das immer so kleine Marksteine, dass man irgendwie in den letzten Jahren nicht alles falsch gemacht hat. Dann kriegst du auf einmal so einen Preis und das ist für mich persönlich wie so eine Rampe,
Und jetzt genieße ich einfach diesen Abend, lass ihn auf mich zukommen, empfinde mich selbst jetzt als unbeschriebenes Blatt und lass mich jetzt wie so eine Flipperkugel ding, 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 von einer Wand zur anderen schubsen und mich im günstigsten Fall befeiern und beklatschen. So ein Flipper gibt es immer so ein Jackpot-Loch, da können Sie dann ja heute vielleicht reinfallen. Jetzt siehst du mich wieder, das erzählt ja irgendwas über unser Verhältnis auch. Ich glaube, das Verhältnis ist gespalten, aber trotzdem danke dir, Christoph, für dieses kleine Gespräch. Dir, genau, und dass du mich Jackpot-Loch nennst, ist schon eine Unverschämtheit. Aber so sind wir bei der DWZ. Immer ein bisschen unverschämt, immer einen Schritt drüber, aber das... Kann man die eigentlich abonnieren, also auch wenn man woanders wohnt? Das kann man machen und ab heute solltest du ein DWZ-Abonnent werden. Was kostet das? 1,30 Euro am Tag. Wie hoch ist mein Preisgeld? 2.500 und ein bisschen. Super. Also für die nächsten wie viele Jahre? Wir machen dann einen guten 20 Deal. Jahre kann ich mir die DWZ dann, also von dem Preisgeld. So, eine Idee. Das ist das Tolle an diesem Preis, das Preisgeld bleibt in der Region und damit zurück in die angeschlossenen Funkhäuser. Dankeschön. Sehr gut. Dankeschön. Dann bleiben wir beim Du. Absolut. Schönen Abend dir. Wenn die Kamera aus ist, auf jeden Fall. Die läuft, glaube ich, noch. Wenn die läuft, das hat ja nicht, auch nicht so ganz gut geklappt. Was machen wir jetzt?